Hier weiß ich aber blöderweise nicht weiter. Mal zurück, bitte. Da ist eine Plattform. Die nächste Plattform ist da. Dann geht's gleich nach da hinten. Ey. Da haben sie mich getrollt. Da haben sie mich aber richtig fies getrollt. Ich dachte, das Ding geht genau bis da hinten und dann trollen. Ging das gar nicht. Bis dahinten. Da vorne. Oh, immer Angst, dass ich die Dinger nicht treffe. Meine Schnauze? Nee. Ein Korb. Vorsichtig. Das ist eine große Fresse, von wem man sieht das ja immer so simpel, ne? Und dann so was. Boah. Ich habe die Schnauze gehört. Hier auch? Da. Da ist der Korb, okay. War das Ding eben auch schon an? Ich glaube nicht, oder? Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ja, es könnte sich zu einem Problem entpuppen. Als ein Problem entpuppen. Ach geil, wir müssen sogar von hier drüber. Man kann es ja uns nicht auch mal irgendwie einfach machen oder so. Nein, warum sollte man denn sowas machen? Jo, geil, von hier aus auf das bewegende Ding. Ist okay. Versuchen, baldmöglichst in die Mitte vom Teil zu springen. Weil da steht es eigentlich immer still. Da bewegt es sich doch genauso. Ja, aber es bleibt positionstechnisch fast an derselben Stelle. Vorne übrigens, ne? Ja, ich sehe das mittlerweile. Das ist schon so. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon so seht. Aber wenn nicht, ich habe auch schon ein bisschen länger und öfters Alice Madness Returns gespielt als ihr wahrscheinlich. Wenn nicht, nehme ich das alles wieder zurück. So. Hier haben wir eine Flasche. Neues Artwork. Sonst ist hier nichts. Nein, Subala. Okay, jetzt geht's wieder. Hey, jetzt habe ich meinen Pop-Up-Killer. Pop-Killer. Pop-up. Mein Pop. Mein Pop-Killer gekillt. Angelegt, nicht gekillt. So wenig. Moment. Da können wir doch eventuell. Ich würde sagen, Pfeffermühle fast schon, aber naja. Ja, komm. Stinkpferd, Rang 2. Sieht das nämlich ein bisschen ernsthafter mal aus. Fassboden. Also ja, scheint schon so zu sein, dass sie wirklich das Spiel übersetzt haben. Moment, Katze, 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 Katze. Hä, wo Katze? Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette.
Hallo, Mr. Fisch. Mr. Fisch? Oh ja. Ach, Moment. Die kann ich anscheinend gleich kaputt machen. Das ist der Zimmermann. Hutmacher, Zimmermann. Alles bekloppte Leute und dabei sind es eigentlich so handelsübliche. Handwerkliche, kleine. Das heißt kleine Berufe. Wie soll ich das denn ausdrücken? Alte Berufe auf jeden Fall. Also ich bin jetzt Programmierer und das kann ich nicht sagen, dass es den Beruf des Programmierers schon so lange gibt wie den Beruf des Hutmachers oder des Zimmermannes. Außer ihr wollt mir jetzt widersprechen, dann könnt ihr es gerne tun. Aber ob ihr deswegen unbedingt mehr Recht habt, das bezweifle ich. Ich brauche nicht nur nicht in die Muschel. Mach ich doch gleich, beruhigt euch. Ihr habt es immer viel zu eilig, ihr müsst das Leben auch mal genießen. Nein, bei Alice Madness Returns muss man einfach mal gucken, um alles zu entdecken. Und wie ihr auch beim letzten Part hier, beim letzten Kapitel gesehen habt, da haben wir ja auch nicht alles gefunden. Das, obwohl wir uns echt stark umgucken, also. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Okay, wir fangen mit die Fahrgeschwindigkeit. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Oh. Moment, ich hab eine Idee. Das könnte klappen. Fick. Das Blöde ist, wenn wir mal wen töten, ne? Dann kommt ein neues. Erfolg! Komm, Alice, nicht trödel! Du hast schon den Zug verpasst! Das ist der Hase. Das ist der Hutmacher. So, nehmen wir mit. 2 von 4. Sehr gut. Oh, ihre Haare, ey. Geheime Pfade können durch zerstörbare Behältnisse verborgen sein. Jep. Deswegen nehmen wir auch alles mit, so gut wie. Versuchen wir es zumindest. Versuchen wir zumindest. Ich setze mich mal anders hin. So macht das doch mehr Sinn. Gerade bin ich irgendwie in Redelaune, weil ich einfach weiß, dass ich gleich Bioshock irgendwie was machen muss. Was verrate ich nicht. Werde ich noch nie verraten. Tja. Oh, Mr. Fisch, ich Fisch. Hier statt müssen wir uns ganz genau umgucken. Da geht es um Zimmermann, ich weiß. Weil ich weiß, dass hier ziemlich viele Sachen ziemlich gut versteckt sind. Beziehungsweise glaube ich das. Haus und Tod. Haus und Tod. Klingt wie Kot. Oh nein, oh nein. Oh. Dann habe ich das Ding gewechselt. Was? Der gab nicht mehr irgendwas? Was? Das finde ich nicht okay. Dagegen habe ich was. Okay, weiter geht's. Ja, ich weiß, ich bin oft. Hallo, Steuerung. Oft merkwürdig. Aber es liegt daran, dass ich oftmals merkwürdig bin. Blub.
Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Okay. Wenn du das so meinst. Ja, ich weiß, dass das sehr gut mache ist und so. Da oben liegt ein Zahn. Ich bitte einmal nach hier. Wie gesagt, alle Sekunden immer, ne? Das ist sehr wichtig bei diesen Spielen. Aber ich glaube. Wollten sie mich trollen? Okay. Als nächstes wird dann wieder die Pfeffermühle geupgradet. Sag ich mal, Wasserhoftheater. Wie hatte ich hier eine ganz andere Erinnerung dran? Was verrate ich nicht, falls die sich doch noch als wahr entpuppen wird? Ich weiß es auch nicht. Kann sein, muss aber nicht. Die Viecher sind auch richtig nervig. Treibender Verfall. Weil man kann sie nur angreifen, wenn sie gerade mal ihren Kopf zeigen. So, Flutschikato. Moment, nochmal zurück. Denn... Ist hier eventuell was? Nein, ja, echt nichts. Okay. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, man kann die nicht angreifen. Wenn die nicht ihren Kobbel draußen haben. Aber die machen den Kobbel raus, wenn man die angreift, sehe ich gerade. Vielleicht mal früh wissen sollen. So, Kamikaze-Sprung um die Ecke. Oh. Grießbrei. Sowas muss eigentlich sitzen mittlerweile. Das ist ja schon peinlich fast. Na, seht ihr ihn? Da ist er. Wir müssen hier lang erstmal. Oh, da ist gerade mal kurz gelackt. Was heißt gelackt? Nein, ich werde dich nicht lecken, mein Freund. Ich hab gelackt. Jep. Mir ist langweilig, hätte ich beinahe gesagt. Wissen wir eigentlich gar nicht. Ich bin bloß ein bisschen merkwürdig. Treffe ich die Plattform? Was bringt mir die Plattform? Schnauze oder so? Man kann das einfach nicht richtig formulieren. Ist hier eine Schnauze eventuell? Eine Fliegenschweineschnauze? Nee, anscheinend nicht. Ja, ich habe es nicht übersehen. Keine Panik, beruhigt euch. Da ist eine Flasche. Noch ein weiteres Artwork. Ich bin gerade ein bisschen merkwürdig, ich weiß. Es tut mir leid. Tut mir leid. Wasserhof Theater. Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Eigentlich fast gar nicht. Um ehrlich zu sein. So, irgendwo ist hier eine Schnauze. Hey, das so zu formulieren, das klingt aber nicht richtig. Irgendwo ist hier eine Schnauze. Sollte es auch gut, Alice. So, Ziel. Und. Was bekommen wir da euch? Eine Erinnerung. Sehr schön.